Ihr seht uns hier in einer coolen Location, nämlich in der Gipsabgusssammlung der Universität Göttingen. Mein Name ist Oliver, ich komme gebürtig aus Kleve, das ist direkt an der holländischen Grenze und wohne seit 2010 hier in Göttingen. Ich bin Sandra, komme aus Duisburg und lebe seit 8 Jahren in Göttingen. Ich bin Helen und ich komme aus Walsrode und ich lebe seit 2011 in Göttingen. Moin, ich bin Tim und ich bin seit 2013 in Göttingen. Zusammen sind wir The Wagon Wheels! Die Möglichkeit, diese Ausstellung und noch 3 weitere hier in Göttingen jeden Sonntag beim Sonntagsspaziergang umsonst besuchen zu können. Besonders eindrucksvoll ist auch das Akkuschierhaus. Da gibt es eben auch die Sonntagsspaziergänge oder das ist ein Teil der Sonntagsspaziergänge und zwar mit der Musikinstrumentensammlung und die ist gigantisch und auch sehenswert. Botanischer Garten finde ich ist schön, kann man immer hingehen, auch im Winter. Da ist zwar nicht so schön grün, aber ja. Doch, also Göttingen hat sehr viele schöne Orte, wo man hingehen kann. Zum Beispiel das Gänseliesel sollte man sich mal anschauen, wenn man noch nicht hier war. Aber auch das Nörgelbuch ist total wichtig für die gesamte Kulturszene in Göttingen. Göttingen ist eine sehr junge Stadt. Obwohl die Stadt selbst sehr alt ist und sehr traditionsreich, kommen halt jedes Semester ziemlich viele junge Studenten hauptsächlich nach Göttingen. Also es ist sehr lebendig, kann man sagen. Ja, das erste Mal, als ich in Göttingen ankam hier und mir klar war, dass ich hier hinziehen werde, da war es halt schon, also in Duisburg gibt es diese ganzen schönen Fachwerkhäuschen nicht und ich habe die auch vorher noch nie gesehen. Und das war richtig wie im Märchen. Ich bin dann durch diese kleinen Straßen hier in Göttingen halt lang gegangen und das war echt schön. Die Fachwerkhäuschen sind ja immer so ein bisschen schief und so. War richtig schön. Und da habe ich mich gleich verliebt. Ja, Musikangebot ist natürlich auch groß. Kultur generell hier wird hier groß geschrieben. Also ich fühle mich einfach total wohl in Göttingen, weil es für mich einfach eine richtige Größe hat. Ja, Göttingen ist nicht zu groß und auch nicht zu klein. Und genauso verhält es sich auch mit der Musikszene. Dieses nicht zu groß und nicht zu klein, es ist eigentlich sehr familiär. Jeder kennt sich ein bisschen und es gibt für jeden Bereich jemanden, aber es gibt auch nicht zu viele. Und das ist sehr schön.